Hemden, Jacken, Hosen, frisch gereinigt warten sie darauf, abgeholt zu werden. Ihre Besitzer sind alle BASF-Mitarbeiter. Und das Besondere, auch die Wäschereiannahme ist auf dem BASF-Werksgelände. Hier können die Beschäftigten ihre Kleidungsstücke zum Reinigen bringen und abholen. Vor Arbeitsbeginn oder auf dem Weg in die Kantine. 4.000 bis 5.000 Kunden sind das immerhin jeden Monat. Dabei sind neben den Standardtextilien und der Werkschutzkleidung bei so viel Kundschaft auch mal ein paar Besonderheiten dabei, wie Dirndl oder auch Exotisches. Wir haben auch ganz außergewöhnliche Dinge schon gehabt hier in der Reinigung zur Annahme. Zum Beispiel ein Sari, das ist was ganz Besonderes, der ist mit ganz viel Perlen bestickt, der muss ganz speziell behandelt werden. Und dann hatten wir auch schon mal einen Schottenrock. Das war also eine sehr große Überraschung, das hätte ich mir nicht vorgestellt. Seit 9 Jahren betreibt Sabine Merkel zusammen mit ihrem Mann die Wäscheannahmestelle in der BASF. Durch Mundpropaganda hat sich der Service im Werk herumgesprochen. Im Gespräch mit Mitarbeitern ist immer wieder rauszuhören, dass für die Mitarbeiter das auch eine Form der Lebensqualität darstellt. Sie sparen viel Zeit, sie können direkt an der Arbeitsstelle ihre Kleidungsstücke abgeben und wieder abholen und brauchen nicht am Samstag dann nochmal sich in überfüllte Geschäfte reinstellen. Mittlerweile nutzen auch viele Stammkunden den Wäscheservice im Werk. Die Vorteile liegen auf der Hand. Es lässt sich perfekt hier in die Mittagspause integrieren. Es ist gleich um die Ecke von meinem Gebäude. Es ist ganz praktisch, auch mit der Kantine gehe ich dann jetzt bald ein Mittagessen und dann hole ich die frische M dann zurück. Doch nicht nur die Reinigung kommt an, auch die anderen Serviceangebote im Werk finden Zuspruch. Ab und an den Bäcker vorne ums Eck, auf jeden Fall die Reinigung und auch mal gerne den Friseur. Und der Friseur ist auch gleich nebenan im Gebäude. Hier geht es um die Haarpracht. Seit 2004 schon können die BASF-Mitarbeiter im Barbershop ihre Haare schneiden lassen. Von morgens bis abends 18 Uhr ist geöffnet. Die Kundschaft ist bunt gemischt. Besuche in Arbeitskleidung keine Seltenheit. Durch die Gleitzeit gibt es weniger Stoßzeiten. Manche Kunden kommen schon seit Jahren hierher und integrieren den Friseurbesuch ganz im Sinne der Work-Life-Balance gerne in ihren Arbeitsalltag. Es ermöglicht mir, einfach flexibler zu sein und kann auch in den Mittagspausen die Zeit nutzen, um mich wieder zivilisieren zu lassen. Und ich finde es klasse. Inzwischen hat sich bei den Beschäftigten im Werk herumgesprochen, dass Haare schneiden und Zeitsparen sich kombinieren lassen. Bis zu 1.000 Kunden kommen im Monat. Wir haben hier 90% Herrenanteil, nur 10% Damenanteil. Und der klassische Herrenhaarschnitt ist also der Kurzhaarschnitt mit der Maschine geschnitten. Wir haben jetzt auch einen gewissen Damenanteil bekommen von 10% Damenkunden mit Dienstleistung Koloration, Haarschnitt. Und das Ganze hat sich dann auch im Laufe der Zeit jetzt nach oben entwickelt. Wir sind also damit sehr zufrieden. Dem Friseurteam gefällt die Abwechslung im Salon auf dem Werksgelände. Blaumann trifft da auf Anzug oder Kostüm, denn schließlich gehört die Vielfalt zur BASF. BASF. We create chemistry.